Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 24. August. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Ein Blick auf den DAX-Future. Der Mittwoch brachte außer den üblichen Meldungen vom Polittheater in Washington kaum kursbewegende Nachrichten. Damit ließ sich ganz gut identifizieren, ob und wie sich das Verhältnis von Bullen und Bären nach der am Dienstag losgetretenen sogenannten Relief Rally, also Befreiungsrally, darstellte, weil die Aktivitäten eben nicht durch plötzliche, kursbewegende Meldungen beeinflusst wurden. Das Primärziel der Rallye war ja, den DAX von der mittelfristig wichtigen 200-Tage-Linie zu lösen, so eine erneute Verteidigung dieser Linie zu erreichen und dadurch Anschlusskäufe zu generieren. Aber wir sehen hier anhand dieser 60-Minuten-Darstellung seit Anfang August, dass diese Anschlusskäufe eben erst einmal ausblieben. Am Morgen wurde zwar das Dienstagshoch kurzzeitig überboten, danach aber ging es abwärts ohne erkennbare Gegenwehr des bullischen Lagers. Die Abgaben fielen aber noch keineswegs so deutlich aus, dass man diesen Versuch, sich nach oben abzusetzen, bereits jetzt als gescheitert ansehen dürfte. Wir sehen hier eine Dreiecksformation mit leicht ansteigender Tendenz. Der Befreiungsschlag könnte jederzeit also noch erfolgen, wenn die obere Begrenzung hier nach oben verlassen wird, und zwar deutlich. Am besten eben dieses Zwischenhoch von vergangener Woche im Bereich im DAX Future von knapp 12.300 Punkten. Solange der deutsche Leitindex nicht nach unten deutlich genug ausbricht und damit die derzeit bei 11.981 verlaufende 200-Tage-Linie doch noch durchbricht, wäre also der Befreiungsschlag nach oben allemal möglich. Dieses ganz kurzfristige Patt findet auch seine Entsprechung im Tageschart, wie wir hier sehen. Der Versuch, sich über die am Mittwoch bei 12.246 Punkten verlaufende obere Begrenzung des Juni-Abwärtstrendkanals hinaus nach oben abzusetzen, wurde zwar abgewiesen, aber die bei 12.178 hier verlaufende 20-Tage-Linie wurde zum Handelsende knapp gehalten. Das ist eine Konstellation, die sich natürlich nicht längere Zeit halten kann. Wahrscheinlich wird es bereits heute zu einer Entscheidung kommen, ob dieser Ausbruchsversuch nun doch noch gelingt oder eben nicht. Wenn nicht, stünde die Chance, dass die 200-Tage-Linie im dann dritten Anlauf bricht, recht gut. Denn der Dow Jones liefert nicht gerade umwerfende Vorgaben. Er gab zwar am Mittwoch nur 0,4% ab, schloss damit aber fast auf Tagestief. Und das, was Präsident Trump derzeit von sich gibt, deutet nicht an, dass die US-Akteure in den kommenden Tagen allzu viel an bullischen Argumenten bekommen würden. Die Budgetverhandlungen über die in Kürze erreichte Schuldenobergrenze stehen im September an. Und Mr. Trump droht bereits vorsorglich damit, das Geld bewusst ausgehen zu lassen, sprich den Shutdown zu provozieren, indem die öffentlichen Ämter, Zoos, Büchereien, alles, was in Staatshand ist, geschlossen werden müssen, aus Geldmangel, zu provozieren, wenn ihm die Parlamentarier nicht das Geld für seine Mauer zu Mexiko bewilligen sollten. Das ist ja mal eine Ansage und möglicherweise wird das noch ein heißer Tanz, denn immer mehr republikanische Politiker dürften jetzt langsam aufgrund des Beispiels der großen Industriebosse, die diese beiden Foren, Wirtschaftsforen Trumps verlassen und letzten Endes dann aufgelöst haben, dürften sukzessive mutiger werden und in diese Opposition zu Trump nicht nur im Kopf, sondern auch unmittelbar darstellen. Und dann wird es für diesen natürlich eng. In einem solchen Umfeld muss sich der DAX erstmal behaupten können, bevor ein Gedanke an Long Trades überhaupt aufkommen könnte. Kleine Short Trades wären dementsprechend aus aktueller Sicht haltenswert. Ein Stop-Loss bei 12.300 ließe sich beibehalten. Und sollte der Index mit 11.900 Punkten hinreichend deutlich unter diese 200-Tage-Linie rutschen, dann wäre auch eine Aufstockung eines solchen Engagements allemal eine Überlegung wert. Soweit der Überblick für heute früh. Kurzer Hinweis, Trading-Diplom, der Test Ihres Fachwissens im Bereich der Derivate zu finden unter www.ingmarkets.de. Im Bereich Akademie finden Sie a. einmal diesen Test, das Trading-Diplom, und darüber hinaus auch eine ganze Menge an interessanten und hilfreichen Lehrvideos. Soweit für heute früh. Wir melden uns wieder morgen früh mit dem Geschehen des heutigen Donnerstags. Bis dahin, schönen Tag und machen Sie